Wie schaffen wir es, diese Grundvoraussetzung, ich bin okay, du bist okay, für die gesamte Gesprächsdauer zu halten? Eine weitere wichtige Sache ist, dass wir in den Mittelpunkt des Gespräches stellen, das Problem und nicht die Person. Wir sprechen also darüber, dass wir eine Helmtragepflicht haben, aus bestimmten Gründen, aber wir stellen nicht die Person in den Vordergrund, sondern eher den Hintergrund. Die Frage ist, wie machen wir das? Und ein wichtiges Instrument hier sind sogenannte Ich-Botschaften. Ich-Botschaften. Wir senden Ich-Botschaften. Wir sagen also nicht, du bist sowieso immer undiszipliniert und du trägst deinen Helm ständig nicht und du schwächst die Kampfmoral der Truppe und wo kommen wir hin, wenn das alle tun? Damit stellen wir die Person in den Vordergrund. Nein, die Person tritt in den Hintergrund, vor allem die andere Person. Und wir senden Ich-Botschaften und die Formel heißt Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Bitte notieren. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Dreimal W. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mir fällt auf, Wahrnehmung, das wirkt auf mich oder auf andere so und so. Und ich wünsche mir, dass in Zukunft es so und so läuft. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Damit haben Sie den anderen nicht als Mensch attackiert, sondern Sie haben eine Ich-Botschaft gesendet. Sie haben von Ihrem Universum gesprochen. Ich nehme das wahr. Es wirkt auf mich oder andere so und so. Das ist immer Ihre individuelle Freiheit. Das ist auch die Freiheit, die Ihnen der andere lässt. Jeder hat das Recht, die Welt so wahrzunehmen, wie es ihm gefällt. Und das ist auch ein Recht, was wir dem anderen durchaus lassen, es sei denn, unser Universum ist berührt davon. Also die Wirkung und der Wunsch für die Zukunft. Ich wünsche mir für die Zukunft. Ja? Damit haben wir den anderen nicht verletzt, nicht als Person angegriffen. Ich-Botschaften, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, wichtige Formel. Ja? Sehr wichtige Formel sogar. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.